Manchmal lohnt es sich, den 1 Euro mehr zu investieren und hat dann aber ein wirklich phänomenal gutes Produkt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst es, ich drehe gerade so einen aufgebraucht Marathon und habe wirklich sortiert. Ich habe geschaut, was kann ich in welches Video packen. Es ist ein aufgebraucht und nachgekauft, das habt ihr vielleicht schon gesehen. Heute dreht es sich um Produkte, die preislich etwas teurer sind, aber meiner Meinung nach ihr Geld wirklich wert sind. Wenn man sich was gönnen möchte, wenn man sagt, okay, ich gebe den 1, 2, 3, vielleicht auch 10 Euro mehr aus für ein Produkt, sind das Empfehlungen, die ich euch gerne mit auf den Weg geben würde. Wir starten direkt mit dem ersten Skincare-Produkt und das ist von No Cosmetics. Das ist der AHA und PHA Peeling Cleanser. No Cosmetics ist eine teure Marke in der Drogerie, brauchen wir nicht drüber reden, aber meiner Meinung nach eine sehr, 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 sehr gute Marke. Ich bevorzuge No Cosmetics gegenüber Geek & Gorgeous in einigen Produkten. Manche Produkte, sage ich, das lohnt sich nicht unbedingt, weil die Mengen einfach unverschämt sind. Es gibt viele Produkte, da sind nur 20 Milliliter drin, teilweise nur 15 Milliliter für einen vollen Preis oder für einen noch höheren Preis. Dieses Produkt habt ihr aber schon einige Male gesehen. Und das war auch Inspiration für ein Produkt von Isana, was gut ist, aber nicht so gut wie das hier. Also wenn ich wirklich vor beiden stehen würde, würde ich immer zu dem von No Cosmetics greifen. Das ist ein Peeling Cleanser, jeden zweiten Tag benutzt. Er ist mit Inulin, was das Ganze gleich so ein bisschen beruhigt, aber ihr habt, und das ist der Fokus, AHA und PHA mit drin, was einfach ein chemisches Peeling ist, um tote Hautschüppchen zu entfernen. Gerade wenn ihr viel Make-up tragt, sind diese chemischen Peelings immer sehr, sehr wichtig. Nicht nur, dass die Haut einfach befreit wird von allem, sondern dass ihr auch diese toten Hautschüppchen entfernt. Wenn ihr Probleme habt mit so trockenen Stellen auf der Haut, sind diese chemischen Peelings einfach immer sehr, sehr gut. Das habt ihr schon so, so oft hier gesehen. Eine Creme, da bin ich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit. Diese Creme von Weleda, das ist die Skin Food nährende Intensivpflege Gesicht und Körper, sehr trockene Haut. Ich habe die das erste Mal gesehen bei Hailey Bieber. Und ich dachte mir, das war im Winter. Ich probiere es einfach mal aus, weil sie eine sehr dicke Creme. Ein bisschen kommt noch raus. Das ist eine sehr dicke Creme, die schon fast so ein bisschen ölig ist. Ich glaube, hier ist Lanolin, irgendwas Dickes mit drin, eine sehr fettige Creme. Die hinterlässt aber ein Glow. Was mich sehr stark stört, ist der Duft. Er ist mir einfach zu stark. Es ist mir einfach zu viel und der verfliegt auch nicht. Aber wenn ihr eine super trockene Stelle habt, vielleicht hier, ist diese Creme sehr gut. Es gibt die mittlerweile aber auch neu und dafür habe ich sie mir gekauft, weil es mir einfach im Sommer vor allem auch zu dick im Gesicht ist. Die im Glastiegel, die ist ein bisschen wässriger von der Textur her, nicht ganz so ölig. Das kaufe ich im Winter, jetzt im Sommer brauche ich es nicht, da ist es einfach zu viel, um mal so eine dicke Schicht Pflege ins Gesicht zu bringen. Sie riecht sehr stark. Es ist so ein Top oder Flop. Es gibt viele Leute, die lieben die und es gibt viele Leute, die hassen die, meistens wegen des Duftes. Ich würde mir wünschen, dass es die vielleicht auch noch einfach mal ohne Duft gibt. Das ist ja eh so ein Trend, dass einfach manche Parfum muss nicht in Produkten sein. Ich persönlich habe kein Problem mit Duft in Pflege, aber der Duft muss mir gefallen. Und das ist ein Duft, der mir auch persönlich nicht gefällt. Ne? Also so Duft ist ja auch immer sehr viel mit Emotionen verbunden. Und manche Produkte riechen einfach toll und es macht Spaß, es zu benutzen. Der Duft turnt mich ab. Das Finish davon ist aber sehr, 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 sehr gut. Ich habe zwei Make-up-Produkte für euch. Einmal einen Concealer, der für euch keine Überraschung ist. Der Natasha Denona High Glam Concealer ist meiner Meinung nach einer der besten Concealer, die es auf dem Markt gibt. Ich habe die Farbe 3NR. Ich hebe den auf, weil ich diese Farbe, das ist meine perfekte Concealer-Farbe von Natasha Denona. Es ist sehr schwierig, die richtige Farbe zu finden. Wenn ihr die Möglichkeit, in den Sephora zu gehen habt, geht dahin und sucht euch die richtige Farbe aus, weil das ist meine richtige Farbe. 1, 2, 3, 4. Und es fehlt noch einer. 5. Und ich habe die alle selber gekauft, ne? Ich habe die alle selber gekauft. Ich habe noch nie PR von Natasha Denona bekommen. Es sind die besten Concealer. Es gibt die als Color Corrector. Es gibt die in wirklich einer Vielzahl an Farben. Egal, ob du texturierte Haut hast oder ob du vielleicht einfach eine sehr, sehr glatte Haut hast. Es ist der beste Concealer. Du kannst ihn als Foundation benutzen. Du kannst ihn als Cream Contour benutzen. Du kannst ihn als Color Corrector benutzen. Du kannst damit alles machen. Es gibt keinen Concealer, der so gut ist. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Das hilft natürlich nicht nur mir, sondern gerade, und das ist so wichtig, der Community, die die Kommentare liest. Schreibt eure Favoriten darauf, gebt euer Feedback zu den Produkten, die ich hier zeige, bitte in den Kommentaren ab. Ich habe nur eine Meinung
Und wenn 10.000 Leute kommentieren, sind es 10.000 weitere Meinungen, wo man sich einfach persönlich auch nochmal so ein bisschen was rausholen kann. Natasha Denona, wirklich großartiges Produkt, schwöre ich drauf, kaufe ich immer, ihr habt es gesehen, kaufe ich immer wieder nach. Wir bleiben gleich kurz bei Make-up. Das ist das Airbrush Flawless Setting Spray von Charlotte Tilbury. Auch das ist eins der besten Sprays, die ich kenne in Sachen Make-up. Sie sagen, es ist ein Setting Spray. Ja, ist es. Ich benutze das eher zwischendrin. Also ihr habt es vielleicht in meinem Hochzeitsvideo gesehen. Ich habe meine Foundation gemacht und habe dann sehr viel von diesem Spray benutzt, weil das hat PVP mit drin. Das sorgt dafür, dass sich wie so ein Film bildet, der dafür sorgt, dass das Make-up glatt wird und dass das Make-up lange hält. Das ist, wie formuliere ich das, ohne dass ich Ärger bekomme? Es ist sehr, 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 sehr ähnlich zu meinem Fixing Spray, was ich damals mit Riva Loves Me hatte. Das gibt es aktuell nicht. Vielleicht kommt es irgendwann mal wieder. Bis dahin aber das hier. Das ist einfach, um zwischen den einzelnen Cremeprodukten oder auch bei Puderprodukten, na nee, Puderprodukte nicht, Cremeprodukten, dass diese länger halten. Und dann im Abschluss nehme ich nochmal ein Fixing Spray, was das Make-up wirklich fixiert. Der Duft, ich liebe den Duft. Es ist ein sehr hochwertiges Produkt. Es ist zwar Kunststoff, es fühlt sich aber gut an. Auch ein weiteres Spray, was ich ähnlich wie das benutzt habe, aber auch eigentlich als Skincare-Spray, ist von Colibri. Colibri Aloe Vera Spray, Aloe Barbendes, Panthenol und Bisabolol, all Skin Types. Dermatologisch getestet, ist ein tolles Spray. Es ist unparfümiert, es riecht so ein bisschen unparfümiert, aber das spendet Feuchtigkeit, das beruhigt die Haut. Wenn ihr Probleme habt mit so einer sehr trockenen, sehr gereizten Haut, die so, die spannt, die einfach, die ein bisschen, die braucht Beruhigung. Ihr kennt eure Haut am besten. Hört nicht auf diese ganzen Skinfluencer, die sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Ihr kennt eure Haut am besten. Und wenn ich weiß, meine Haut braucht einfach Feuchtigkeit, meine Haut braucht diese Beruhigung, das hier. Auch wenn man sich, hat mir sehr gut geholfen, ich habe mich neulich verbrannt am Herd. Ich habe das einfach aufgesprüht, habe das ein bisschen draufgelassen. Es hat so ein bisschen gekühlt durch den Verdunstungseffekt. Aloe Vera Feuchtigkeit spendet, Aloe Vera beruhigen, Panthenol gut zur Wundheilung. Ganz, ganz tolles Produkt. Colibri ist eine teure Skincare-Marke, aber es lohnt sich. 10 von 10. Da war ich ein bisschen überrascht, weil ich mit Palmolive eher so eine, weiß ich nicht. Palmolive ist so eine Marke, da muss ich einfach immer an Oma denken. Oma hatte früher immer, wahrscheinlich ihr auch, eure Eltern, eure Großmütter, von Palmolive diese Milch- und Honig-Handseife oder diese Aquarium-Handseife. Warum? 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 Warum wurde das gemacht? Ich verstehe es nicht. Aber ich habe mir dieses Duschgel gekauft, beziehungsweise war das in einem Zweier-Set, dadurch natürlich noch ein Stückchen günstiger, Kokosnuss und Milch. Ein toller Duft. Ein ganz milchiger, frischer Kokosnussduft, sehr, sehr pflegend. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit Duschgelen aus der Drogerie habe, dass sie meistens eher austrocknend sind. Gerade diese super günstigen, ne? Balea, Isana, 75 Cent Duschgele, die machen zwar sauber, aber die tun nichts anderes, außer die Haut, bei mir zumindest, so ein bisschen auszutrocknen. Meistens mache ich zwei verschiedene Etappen mit Duschgelen. Erst ein günstiges, um den Schmutz so ein bisschen loszuwerden und dann etwas, um einfach nochmal so dieses Gefühl zu kriegen, dass die Haut nach dem Duschen vielleicht nicht so spannt, wenn ich nicht Lust habe, diesen Seestern zu machen. Palmolive ist eine teure Marke, aber die haben wirklich gute Produkte. Toller, toller Duft, ganz sauber. Das riecht wie Urlaub, aber nicht so fruchtig Ananas und Kokos, sondern einfach so Urlaub, Urlaub. Ein Produkt von Typology ist mittlerweile die dritte Flasche und die hat mir wirklich meinen Kopf gerettet. Ich muss es dazu sagen, ich habe keinen Code, keine Koop. Ich glaube, ich habe die in Paris einmal mitbekommen und habe sie mir seitdem immer wieder nachgekauft. Das ist das Shampoo-Komplex mit Biolipiden und Camella Oil. Also, nee. Ich blende es euch hier ein. Ich habe eine Zweierkombination gemacht. Einmal das mit Zink. Und dann einmal das hier. Das ist eher so ein bisschen cremig. Ich habe erst das Zinkprodukt benutzt. Das hat mir den Kopf wirklich gerettet, um so diese. Ich hatte eine Zeit lang sehr krustige, sehr, sehr trockene Kopfhaut, die einfach gereizt war. Ich habe wirklich, wie hier, hatte ich das auch auf dem Kopf. Dieser Zink hat wirklich alles sauber gemacht und auch richtig die Kopfhaut bearbeitet. Das Problem ist, dass die Haare danach sehr, sehr trocken sich anfühlen. Wenn du da durchgehst, dann hast du so ein komisches, trockenes Gefühl. Und dann bin ich in der zweiten Schicht hier mit rübergegangen. Das war danach, also die Haare waren wie, als hättest du sie durch Öl getaucht. Aber nicht fettig, sondern die waren wieder glatt, die waren wieder weich, die waren wieder
Es fühlte sich einfach sehr, sehr gut an. Ganz, ganz toll. Auch gerade, ne, ich rede meistens bei Tapology über die Make-up-Produkte, weil ich einfach mein Content hauptsächlich auf Make-up basiert. Aber gerade diese Duschprodukte, ganz, ganz toll. Ich probiere mal, wenn ich wieder eine Zusammenarbeit mit Tapology habe. Da gibt es ja dann keine Rabattcodes, sondern es gibt immer ein Gratis-Produkt. Vielleicht kriege ich mal eins von den Shampoos damit rein. Gebe ich mein Bestes bis dahin. Aber wenn ihr eine super trockene Kopfhaut habt, probiert das mal aus. Einfach 10 Minuten drauf lassen. Hinterlässt einen kleinen Film auf den Haaren. Danach sehen die Haare aber sehr glänzend aus. Also nicht so speckig, sondern einfach sehr glänzend. Das sind die Garnier Skin Active Cryo Jelly Augenpatches. 7 Grad Kühleffekt. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber Feuchtigkeit spenden. Das sind eine der wenigen Augenpatches, die ich direkt vor dem Make-up auftragen kann, die die Augen wirklich abschwellen. Ich glaube, da ist Menthol mit drin, so ein bisschen, ne? Ich kann das nicht lesen. Gurke ist mit drin. Menthol, ja. Das ist halt dieser kühlende Effekt, ne? Schwellt natürlich auch ab, könnt ihr euch in den Kühlschrank legen. Die sind groß, die sind sehr feuchtigkeitsspendend und einfach raufmachen, dann ist die Haut darunter noch ein bisschen feucht. 10 Minuten warten, Make-up rauf. Glatt, weich, feuchtigkeitsgespendet, 10 von 10. Und zum Abschluss, aber das ist, glaube ich, keine Überraschung mehr, das L'Oreal Clinical Revitalift Anti-UV Fluid. Fakten auf den Tisch, eigentlich der beste Lichtschutzfaktor, den es gibt in der Drogerie. Es gibt ja jetzt auch den Bright Reveal, ist ähnlich, der ist aber noch ein bisschen besser. Einer der wenigen Lichtschutzfaktoren, die ich vertrage, dass ich keine Pickelchen darunter bekomme. Ich glaube, 14 oder 18 Euro mittlerweile. Du brauchst halt viel, ne? Das ist das Problem. Aber ich sage immer, bei Lichtschutzfaktor spare ich ungern. Bin gespannt, welche Produkte ihr in der Drogerie oder auch so im Pflegebereich habt oder im Make-up-Bereich, wo ihr sagt, da zahlt ihr gerne den einen oder anderen Euro mehr. Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Der hilft da nicht nur mir, der hilft da den anderen Mäuschen in der Community natürlich auch. Ich bin super gespannt, was ihr dort zu sagen habt. Lasst dem Video bitte unbedingt einen Daumen nach oben da. Es wird immer wieder vergessen und YouTube will einfach diese Metriken sehen. Deswegen würde ich mich darüber riesig freuen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.